So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Banjo-Kazooie Replay mit eurem Miss Aura Jumper. Und ja, weil ich es im letzten Part leider verschlammt habe, habe ich jetzt endlich das nachgeholt, was ich nachholen wollte, und zwar die leere Honigwabe, die uns hier noch fehlte in dieser Welt. So, jetzt würde ich aber mal sagen, gehen wir in die nächste Welt, und zwar in diese Welt, wo ich mich am meisten meistens gefürchtet habe. Ja, am meisten meistens. Da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, das wird kein Zuckerschlecken. Ich habe definitiv ein bisschen Respekt vor dieser Welt. Es ist eines meiner Hasswelten, beziehungsweise eigentlich kann ich sie ja ganz gut leiden, aber ja, Leute, ihr werdet sehen, warum. Ja, ob ich davor schon das letzte, ja, wie soll ich sagen, Cheeto, ja, Buch finde, beziehungsweise letzte Cheat, werden wir sehen, ob ich den also davor schon hole. Aber ich werde es definitiv jetzt noch nicht machen, dass wir das dann so halt machen, dass ich die Cheats aktiviere. Und ja, ich weiß, Momo-Magie gleich aus. Zauber alle, ja, ja. Ach ja, Leute. Ja, eines der Gründe, warum der gute Mr. Aura Jumper momentan Banjo-Kazooie Replay noch nicht aufgenommen hat und warum ihr so lange warten musstet, ich musste mich ein wenig, ja, wie soll ich sagen, auf eine gewisse Art und Weise selbst finden. Und momentan hat mir das auch alles nicht mehr so ganz so viel Spaß gemacht. Wie Tölpel läuft ihr hier rum? Ihr seid so schwach und auch so dumm. Ja, ich muss die Stimme wieder trainieren von der guten Grunti, aber ich denke mir mal, das kriegen wir nach einer Zeit hin. Darauf war ich jetzt echt nicht mehr gefasst, aber das passiert ja hier eigentlich random. Naja, auf jeden Fall, was wollte ich gesagt haben? Der gute Mr. Aura Jumper, ja, der musste sich erstmal wieder ein bisschen frei von allem bewegen irgendwie. Irgendwie ein bisschen, musste ich daran ein bisschen mehr Spaß haben und so weiter und so fort. Jetzt fällt mir gerade ein, Moment. Ach nee, das kann ich doch schon von der Seite aus. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt gewesen, aber das ist jetzt erstmal egal. Ich muss mich erstmal, wie ihr sehen könnt, ein bisschen reinspielen, aber das wird alles noch. Beziehungsweise, ich habe jetzt momentan auch keine Videos wirklich großartig aufgenommen, außer mit PK. Und wenn überhaupt, habe ich, glaube ich, The Evil Within ein bisschen aufgenommen. Und ihr dürft mir das nicht übel nehmen, aber ich bin heute schon ziemlich am Sack. Es ist richtig warm. Es ist ja jetzt das Wochenende gewesen, wo es so warm war. Heute haben wir Montag. Es ist immer noch ein bisschen warm. Und ich hatte, oder beziehungsweise ich hatte heute spät. Beziehungsweise ich habe die Woche spät. Und das macht mir alles ein bisschen zu schaffen. Aber ich habe mich trotzdem aufgerappelt, jetzt diesen Part hier aufzunehmen für euch. Weil der gute Mr. Jumper hat ein paar Sachen zu verkünden. Aber erstmal gucken wir mal, denn hier oben schläft jemand. Oh mein Gott. Den kennen wir doch irgendwoher. Ja, aber noch nicht gut genug. Es gibt nämlich noch einen, den wir finden müssen, sonst wäre er uns jetzt gezeigt worden. Oh mein Gott, eine Rare-Kiste. Was bedeutet das wohl? Ein Schalter. So, durch diesen Schalter können wir nicht nur, ja, da hoch. Da müssen wir nämlich sogar hin, weil dort ist nämlich, wie nennt man das? Ja, das Puzzle, was wir vervollständigen müssen, damit wir in die Welt überhaupt rein können. Aber nicht nur das, sondern noch ein paar andere Sachen. Aber ich glaube, dass ich im nächsten Part das erst mit dem Cheeto mache. Und dann werde ich auch die Cheats eingeben. Und dann werden wir die letzte Welt halbwegs anfangen. Ja, halbwegs ist ein gutes Stichwort. Ihr werdet noch sehen, warum. Ja, hier gibt es zwei verschiedene Wege. Aber der eine Weg bringt uns nichts. Ihr werdet auch sehen, warum. Zeige ich euch jetzt einfach mal. Ja, hier gibt es ja noch nicht die Technik, dass man mit beiden schwimmen kann. Ist ein bisschen ungewohnt, wenn man sich von der guten Panzerkralle dann halt den einen Pater reingezogen hat. Beziehungsweise, Moment mal, wir haben das Wasser doch zum Steigen gebracht. Ist das eigentlich dann in diesem einen Raum dann genauso oder ist das Wasser dann normal? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, ich bin nämlich noch nie wieder zurück in diesen einen Raum dann irgendwie gegangen und habe das dann mal ausprobiert. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber naja. So, jetzt kommen wir erstmal dazu, warum... Ja... Nee, Moment. Moment. Konnte ich das hier kaputt machen? Nee, konnte ich nicht. Wir werden erstmal das Puzzle vervollständigen. Natürlich wieder ganz langsam. Puzzle für Puzzle, Stück für Stück. Oh ja. Na, wer erkennt es schon? Ihr bietet mir die Stirn. Euch fehlt dazu das Hirn.
Oh mein Gott, es hat gespeichert, Leute. Rusty Bucket Bay. Halleluja. Ja, eines der schwierigsten Level überhaupt. Da finde ich sogar fast die letzte Welt ein bisschen einfacher, je nachdem. Weil hier gibt es eine fiese Stelle, die ist wirklich asozial. Aber kommen wir jetzt erstmal dazu, was der gute Mr. Rawjumper eigentlich verkünden wollte. Der gute Mr. Rawjumper ist ja so einer, der braucht unbedingt den Kick beim Aufnehmen. Ja, jetzt nicht das, was ihr denkt, sondern es ist eher so die Sache, dass der gute Mr. Rawjumper, er braucht irgendein Spiel, was nicht so oft auf YouTube Let's Played worden ist. Und da gibt es ein gewisses Spiel. Und dieses Spiel habe ich mir jetzt, ja, gekauft. Es muss jetzt die Tage eintreffen. Und das wird dann Let's Played. Ob ihr wollt oder nicht. Es geht in Richtung Survival Horror, könnte man sagen. Es ist schon sehr lustig. Und ihr werdet sehen, der gute Mr. Rawjumper findet zurück zu den Wurzeln, wo er quasi YouTube angefangen hat, um anderen zu zeigen, was für Spiele es gibt, die ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja, untergegangen sind und die ein bisschen mehr Aufsehen verdient haben. Dieses Spiel gehört definitiv zu dieser Sorte. Ihr merkt schon, ich ziehe die Züge gerade ein bisschen an, damit es ein bisschen interessanter für euch wird. Ihr fragt euch ja bestimmt die ganze Zeit, Alter, jetzt spuckst du endlich aus. So nach dem Motto. Ja, ich werd's noch sagen, Leute. Immer mit der Ruhe, ja? Ich weiß gar nicht mehr, wie oft konnte man da reinschießen? Okay, jetzt nicht mehr, weil das Geräusch nicht mehr ertönt. Aber ich würde sagen, wir werden erstmal von links nach rechts irgendwie gehen. So alles nach und nach, alles abfarmen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir dann ins Schiff gehen. Oder auf dem Schiff. Weil das ist ja das Interessanteste eigentlich an diesem Level. Und da oben ist das Puzzle. Stimmt, das können wir schon holen, oder? Halleluja. Aber wundert euch nicht, ich glaube, der Part wird wieder ein bisschen länger, aber Schwamm drüber, würde ich mal sagen. Ja, was wollte ich noch gesagt haben? Ja, das Spiel. Ich kann euch erzählen, ich kann euch eine kleine, wie soll ich sagen? Soll ich euch die Story ein bisschen erzählen von dem Spiel? Ich kann es ja eigentlich mal so ein bisschen machen. Bevor ich es aber vergesse, ich weiß ja nicht, ob der gute Tidendo jetzt den Part hier geschaut. Wenn ja, du hast ja, glaube ich, soweit ich weiß, war das jetzt die Evil Within oder war das, Dead Space 3? Ich glaube, Dead Space 3 hattest du, glaube ich, oder war das doch hier, Lustkralles Unboxing? Ich glaube schon. Irgendwo hat es einen Kommentar geschrieben und ohne Scheiß, ich kann das nicht abrufen. Weder am Computer, weder am Handy oder sonst wo. Aber mir wird die ganze Zeit angezeigt, dass du mir was geschrieben hast. Und das Witzige ist, ohne Scheiß, die Nachricht, diese Meldung kommt öfter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Irgendwo ist da der Fehler, aber ich finde den nicht. Das ist schon sehr merkwürdig gewesen. Und das verfolgt mich jetzt schon seit ein paar Tagen. Keine Ahnung. Tauchst du in diese Soße ein? Verlierst du sehr schnell Luft? Wie fein! Ich glaube, sonst gab es hier nichts. In dieser Brühe braucht man zweifach Luft. Wir sehen uns dann in der Gruft. Ja, wir sehen uns in der Gruft, da weißt du Bescheid, Grufti oder wie auch immer. Ja, man merkt, wenn wir in diesem Wasser sind, bleibt trotzdem noch irgendwie die Anzeige und sie wird irgendwie nicht wieder voll. Das liegt daran, weil auch wenn wir da drüber sind, weil wir ziemlich nah an diesem radioaktiven Wasser sind, könnte man sagen, kriegt man keine Luft, weil das alles Abgase sind und hast nicht gesehen. Und das ist ja das Schlimme an der ganzen Geschichte. Und ich versuche jetzt hier mal nicht runterzufallen. Ja, man merkt irgendwie, ich bin ein bisschen außer Übung. Aber es kann auch sein, dass ich irgendwie ein bisschen viel zu erzählen habe. Aber umso besser, oder? Seid mal ehrlich. Es ist zwar immer schön und gut, ich rede auch gerne über die Spiele. Also nicht umsonst mache ich Let's Plays. Aber hier ist schon wieder unser weißer Hai, Leute. Und das war ganz, ganz knapp. Halleluja. So, hier müssen wir uns jetzt beeilen. Ich hoffe, ich kriege das hin, weil die Kameraperspektive ist ein bisschen blöd. Man sieht... Boah, das war knapp. Man hat gesehen, dass da ein Lichtstrahl ist. Und der sagt uns, ey Junge, du musst da reinschwimmen, dort gibt es etwas. Weil anders kommt man, soweit ich weiß, hier glaube ich nicht rein. Das heißt nicht mal von oben. Alter, Vorsicht. Da, da hat er einen fahren lassen, Leute. Habt ihr das gehört? Hier gibt es, glaube ich, die Honigwabe, sobald ich weiß... Oh, ich muss erst den Schalter aktivieren, okay.
Nee, aber ich habe jetzt immer noch nicht über das Spiel gesprochen, stimmt's? Das habt ihr bestimmt schon vergessen, ich auch. Ja, ich bin wieder ein bisschen verwirrt, aber so ist das normal. Das Spiel heißt Naughty Bear. Oder Beer, oder wie auch immer. Ja, Beer klingt irgendwie wie... Ja, wie Bier, aber nee. Ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt mich. Ja, auf jeden Fall, das Spiel dreht sich darum... Jetzt passt auf. Wir sind auf einer knuffigen kleinen Insel mit ein paar netten Bären. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Könnten vielleicht Verwandte von dem guten Banjo und Kazooie sein. Alter, das war jetzt gerade eine fast Triple-Kombo. Ich habe die Honigwabe, die Leere eingesammelt, habe den Gegner zerstampft und hätte fast sogar noch eine Honigwabe dazu bekommen. Naja, auf jeden Fall geht es sich um einen Bären, der quasi Bärenfreunde hat, aber der kapselt sich so ein bisschen von den anderen ab. Beziehungsweise, der ist nicht so der Partybär. Und die anderen Bären sind alle glücklich miteinander und feiern eine Party ohne ihn. Er wurde nicht eingeladen. So, weil sie dann diese Party feiern und so weiter, ist er so geknickt, dass er dann auf einmal... Ja, wie soll ich sagen? Alter. Ich hätte ein bisschen höher schwimmen müssen. Das fuckt mich jetzt gerade ein bisschen ab. Weil... Ja, okay. Am besten ist es einfach so, da durchzugehen. Ich glaube, so da durchschwimmen ist nicht wirklich, wenn man sich das so mal betrachten darf. Nee, auf jeden Fall. Dann flippt er total aus und will Rache ausüben an seinen Freunden. Und ja, dann dementsprechend darf man wie so eine Art Serienmörder vorgehen und seine, ja, knuffigen Freunde auf diverse Art und Weisen quasi das Leben nehmen und jede Menge Angst einjagen. Und ja, Leute, das Spiel wollte ich schon damals haben, aber da war es mir noch zu teuer. Und ich dachte mir immer so, hm, ist das Spiel überhaupt gut? Und ohne Scheiß, ich habe mir dann, gestern war das, mit meinem Bruder den Trailer reingezogen. Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, ich habe dann direkt gesagt, Alter, ich bestell mir das. Komme, was wolle, das muss auf meinen Kanal. Und ja, ich denke mir mal, dass ich, bevor ich Banjo-Kazooie abgeschlossen habe, werde ich das dann schon direkt let's playen. Einfach nur, weil ich ein bisschen Frische auf meinem Kanal bringen möchte. Etwas, was auch nicht jeder immer sieht und etwas, was mir auch selber Spaß macht und was ich dann blind spiele, Leute. Es gibt ja selten, was ich blind spiele, also wirklich relativ selten. Und das wäre zum Beispiel eine Alternative, die ich nehmen würde, wo ich auch Spaß dran habe, wo nicht unbedingt der Schwierigkeitsgrad jetzt extrem ist, weil viele sehen das ja nicht, zum Beispiel bei Resident Evil bei den Parts von Teil 2 und Teil 3. Da steckt so viel Mühe drin, auch wenn man es nicht glauben mag. Weil man muss ja auch darauf achten, wie man dann halt vorgeht und wann man speichern kann und die Partlänge und dann noch der Schwierigkeitsgrad und wie viel schafft man in einem Part. Das ist alles nicht ganz so einfach. Und weil ich ja Qualität bieten möchte, ist mir das sehr wichtig. Ich habe auch gesehen, einer feiert momentan, wie hieß du nochmal, Shadow Man oder so? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Sorry, wenn ich deinen Namen ein bisschen verdrehe, wenn du dir dieses Video anschauen solltest. Du bist ja momentan ziemlicher Fan von meinen Croc 2 Parts und von... Lass mich jetzt nicht lügen. Super Paper Mario, genau. Aber Super Paper Mario, damit bin ich irgendwie nicht ganz zufrieden mit dem Projekt und ich finde irgendwie man... Ja, ich glaube, ich mache es nochmal neu. Beziehungsweise vielleicht als Twitch-Let's Play. Also als Stream-Let's Play, muss ich mal schauen. Kann ich jetzt noch nicht ganz so hundertprozentig sagen, aber ich denke schon. Weil ich möchte da einfach Kontakt mit euch haben und gleichzeitig ist es dann auch was interessanter. Definitiv. Weil ich habe gemerkt, das als Let's Player dann irgendwie interessant zu gestalten, da muss man schon irgendwie ziemlich oft failen oder keine Ahnung. Was ja bei mir jetzt nicht unbedingt da der Fall ist. Also ich stelle mich ja schon manchmal ein bisschen blöd an, aber... Da ist es dann wiederum was anderes und da geht dann die Qualität ein bisschen vor und ich möchte euch natürlich alle auch ein bisschen vielleicht mit einbinden. Das macht mir auch sehr viel Spaß und auch wenn ein paar Streams ein bisschen fail gewesen sind, natürlich werden die anderen noch weitergehen wie Plock und Illusion of Time. Ich habe den Namen schon fast vergessen. Ich muss jetzt hier erstmal gucken, Leute. Ich muss ja hier alles absuchen, sonst wird das hier nichts. Ja, Banjo-Tooie, wann das folgen wird, das kann ich erstmal nicht sagen, wenn ich ehrlich sein soll. Das weiß ich noch nicht, aber es wird wahrscheinlich, ich muss mal gucken, am Donnerstag
vielleicht sogar Freitag, einen Stream geben von einem gewissen Spiel, was jetzt nicht offiziell rauskam. Ihr könnt ein bisschen spekulieren, ob ich das auf YouTube hochlade und ob das auch überlebt, weiß ich nicht. Kann ich nicht versprechen. Ich werde mal gucken. Wäre eigentlich ganz cool. Ich würde mich freuen. Es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. Ich habe den Anfang ein bisschen gespielt. Mein Bruder wollte unbedingt. Meinte so, komm, ich guck dir da gerne zu. Das Spiel, das interessiert mich richtig. Oh, wir haben alle getötet und das einfach nur aus Dummheit. Ich habe mich sogar treffen lassen. Jetzt haben wir ein Leben bekommen. Und ja, dieses Spiel, das ist ein Spiel, das ist ein Vorgänger von dem, was ich schon mal 100% gestreamt habe. Also ihr könnt es euch ausmalen, denke ich mir einfach mal. Und ja, dann dürft ihr euch überraschen lassen. Ich habe da auf jeden Fall übelst Bock drauf, Leute. Ohne Scheiß, mit euch da auszutauschen und so weiter. Das macht mir riesig Spaß. Ich habe schon die ganze Zeit, wenn ich auf der Arbeit bin, zittern die Hände so nach dem Motto, Alter, das willst du jetzt am liebsten machen, aber du hast momentan die Zeit nicht und du musst auch noch ein Layout erstellen und so weiter und so fort. Damit ihr da natürlich ein bisschen Nostalgie habt. Muss natürlich dabei sein, oder? Also nicht umsonst wäre ich sonst Horrorjumper. Oder beziehungsweise Mr. Horrorjumper, Leute. ich glaube, sonst war hier nichts, soweit ich weiß. Also ich glaube, sonst war hier echt nur der Jinjo. Ich glaube, ein Puzzleteil gab es hier nicht. Alter, da oben! Den hätte ich doch beinahe vergessen. Krasser Scheiß. Ja, man merkt, bei Banjo-Kazooie bin ich ein bisschen eingerostet, aber Leute, es ist wirklich schon relativ lange her, wo ich es gespielt habe. Lasst mich jetzt nicht lügen, ich glaube 2008 oder 2009. Um den Dreh habe ich es gespielt gehabt. Warum kommt der da so nicht hoch? Hä? Wo muss ich denn? Das klappt so nicht. Geh weg. Gib mir lieber Energie. Gib mir Honig. Hallo? Jetzt will er schon da nicht hoch. Da kann er auch nicht hoch. Ah, doch. Ja, das irgendwie mit dem Lichtverhältnis gerade ist ein bisschen blöd. Das schätzt man irgendwie ein bisschen beschissen ein. Aber okay. Sei es drum. So. Hier können wir, soweit ich weiß, nicht rein. Da konnte man ja da vorne rein. Und bei dem anderen konnte man auch da vorne rein. Also kann man da so nicht rein. So, ab hier würde ich sagen, ist die Grenze gesetzt. Das heißt, wir müssen jetzt da lang. Und was kann ich denn eigentlich noch erzählen? Ja, der gute Mr. Horror Jumpers. Genau. Ich habe Until Dawn durchgespielt. Habe ich, glaube ich, auch bei The Evil Within erzählt. Weiß ich gar nicht mehr. Ne, ich glaube, da habe ich es gar nicht erzählt. Ja, stimmt. Ich habe es, glaube ich, nur im Stream erzählt gehabt. Ja, ich glaube schon. Ja, werde ich euch jetzt gleich genauer erzählen. Wir müssen uns nämlich jetzt beeilen, weil die Zeit läuft. Und dann geht der Käfig runter. Und wenn der Käfig runter geht, dann kriegen wir das Puzzle nicht. Naja, auf jeden Fall Until Dawn, Leute, ist ein richtig gutes PS4-Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich war ja so ein bisschen skeptisch, was das betrifft. Oh nein, das schaffen wir nicht mehr. Ich war echt ein bisschen skeptisch. Ja, korrekt. In der letzten Sekunde, Leute, ich hätte es echt nicht gedacht. Aber wir haben es hinbekommen. Nee, aber Until Dawn, Leute, ohne Scheiß. Auch wenn es, keine Ahnung, es geht ja im Großen und Ganzen um die Story und wie man sie beeinflusst. Also das ist auf jeden Fall nicht für jemanden, der unbedingt das übelste Gameplay erwartet. Also den kann ich das jetzt nicht unbedingt ans Herz legen. Aber es ist schon sehr interessant. Also kann ich nur empfehlen, definitiv. Vor allem, ich bin ja so ein alter Survival-Horror-Veteran und das hat ja so eine Art Horror, aber ja, so Survival kann ich jetzt nicht zu 100% zustimmen. Geht aber so ein bisschen in die Richtung. Definitiv. Alter, hier müssen wir aufpassen, hier auf die Herdplatten, das ist ziemlich heiß, nicht umsonst sind die rot. Wie zum Beispiel dieser Backofen, weil wo man da den Mumbo-Schädelkopf da haben möchte, da kriegt man Schaden. Und hier ist noch eine Note, ich weiß gar nicht, wie viele gab es hier noch. Ich glaube, das waren alle. Weil die kann man schon relativ schnell vergessen. So, damit wir uns nicht die Pfoten verbrennen. Ja, ich weiß. Ei, 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 Captain, ne? Sonst gab es da, glaube ich, nichts außer den Gegner, aber ich werde da trotzdem mal reingehen.
wenn ich da mal drauf kommen würde. Oh ja, Banjo und Kazooie haben es gerade richtig gut. Die sind schön im Kühlschrank gewesen. Aber der ist ja schon abgetaut, weil er die ganze Zeit offen steht. Ja, so ist das eben. Was will man da machen? Ja, hier ist es zum Beispiel sehr wichtig. Hier sieht man, das kann man nicht kaputt machen, aber das, weil das so ein bisschen mehr 3D animiert ist, kann man da rein. Und hier hört man auch, dass es hier etwas gab. Nicht umsonst ist dieser epische Sound wieder hier. Was uns jetzt im Endeffekt gerade nichts bringt, weil ich kann euch das ja leider nicht mehr zeigen. Es sei denn, ich hätte mir, wie gesagt, einen neuen Account gemacht und ja, da hatte ich keinen Bock drauf. Ohne Scheiß. Nochmal eine E-Mail-Adresse erstellen, anmelden und so. Nee. Dann lieber nicht. Aber so weiß man wenigstens durch den Sound, dass da was irgendwo war. Dass da diese Stop-and-Swap oder wie die hießen waren. Okay. Gut. In die nächsten Kajüten. Gleich kommen so ein paar Easter Eggs. Also, genau, ich muss gerade gucken. Kann man das eigentlich? Nee, kann man nicht, oder? Kann man von hier? Nein, du Pisser. Ich habe nur ein bisschen aus Versehen die Kamera bewegt, Leute. Ihr habt es gemerkt, oder? Ja. Okay, hier ist der Code, ne? Das müssen wir uns merken. 3, 1, 2 und dann dreimal die 1. Das machen wir, glaube ich, auch direkt. 3, 1, 2 und dann dreimal die 1. So, Kamera ein bisschen drehen. Okay, dann machen wir das sofort. Dann haben wir nämlich das auch schon hinter uns. Ah, du Gegner, ey. Lass mich in Ruhe. Das ist einfach ein bisschen blöd, weil der Move ein bisschen länger braucht, aber... Es geht schon, es geht schon. Keine Panik auf der Titanic. Ja. Also, die 3. Dann war das die 2. Nee? Dann war das doch die 1. Oh, Mann. Ja. Man merkt, ich bin mit Gedanken irgendwie ein bisschen woanders, bei anderen Spielen. Und jetzt nochmal. Und jetzt der Final, ja, Ton, könnte man das so sagen. Oh yes, das vierte Puzzleteil. Es gibt noch 6 Stück. Aber die anderen sind relativ einfach zu holen, beziehungsweise es gibt da schon ein paar... Ausnahmen, die wirklich, wirklich einen in die Knie zwingen. Oh ja, in die Knie. Piqué, du weißt, was ich meine. Ja. So, ich würde sagen, wir gehen in die nächsten Kajüten. Ich gehe einfach mal so drumherum. Man merkt schon, hier kann man rein. Und der guckt mich auch schon ziemlich böse an. Damals habe ich echt daran geglaubt, dass man die besiegen kann. Aber man kann die nicht kaputt machen, leider. Nicht mal, wenn man unverwundbar ist, soweit ich weiß. Und hier gibt es so ein paar Bilder. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube von Jet Force Gemini oder Gemini oder wie das ausgesprochen wird, müsste es eigentlich hier geben. Wie könnte man nochmal hier so ein bisschen... Okay. Ah, da vorne. Das Konkas, habt ihr gesehen? Oh ja, der gute Konkas. Oder Konka, wie auch immer. Aber das ist sogar noch der von dem N64, Leute. Sie haben nicht den von Live and Reloaded genommen. Ich weiß gar nicht mehr. Gab es da schon Live and Reloaded, wo das hier nochmal quasi, ja, so verfeinert wurde und dann für die Xbox erschien? Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Okay, wie es aussieht, haben wir hier, glaube ich, alles. Ich gucke aber trotzdem mal. Wer weiß, wer weiß. Das Coole ist, dass hier eine Tür ist, Leute. Ohne Scheiß. Man muss doch denken, man kann da rein oder so. Das muss einfach nur verdeutlichen, dass man hier nochmal anders rauskommt, außer durchs Fenster. Denke ich mir einfach mal. Und, ja, hier gibt es auch nochmal einen Mumbo-Schädel da unten, wie ihr sehen es. Ach ja, hier gab es ja noch was anderes, stimmt, da unten. Das war auch noch eine coole Sache. Eigentlich ist es umso einfacher, wenn man die Sheets hat. Aber ich glaube, der eine Sheet, der mir fehlt, ist das mit den goldenen Federn, glaube ich. Ja, also würde es im Endeffekt aufs Gleiche hinauslaufen. Aber es ist mir jetzt erstmal Latte. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen sammeln. Hier, das fand ich asozial, Leute. Wisst ihr auch warum? Weil ich hier meistens runtergefallen bin. Ja. Und das nicht nur einmal. Gab es hier oben noch etwas? Ja, außer die Flagge hier. Gab es hier, glaube ich, nichts. Aber ich muss sagen, das Level ist schon sehr, sehr cool. Also, sie haben sich da Mühe gegeben. Kann man nicht anders sagen.
dieses Feeling, dass wenn man ins Wasser fällt, das macht einem Angst. Und dass dann nochmal der Hai da auftaucht an einer gewissen Stelle, wo man nicht unbedingt mit rechnet direkt. Und hier muss ich erstmal gucken. Genau. Da vorne waren auf jeden Fall noch ein paar Noten und ich glaube noch ein Jinjo und so weiter. Okay, hier kann ich rein. Ich glaube sogar, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, den kann ich jetzt schon mal aktivieren. Dann haben wir das schon mal mehr oder weniger gesaved. Weil wenn ich da nämlich ankomme, das ist nämlich die schwierigste Stelle in diesem Level. Da stirbt man nämlich immer. Man fällt da sehr oft runter. Und wenn man das nicht weiß, dass es hier diesen Schalter gibt, dass das alles ein bisschen einfacher gestaltet, hat man echt die Arschkarte. Ich habe da so oft Probleme gehabt. Ich bin so oft gestorben. Ich weiß nicht, in meinem damaligen Let's Play kann man es noch sehen. Da habe ich echt hart mit zu kämpfen gehabt. Ich war wirklich hart am Limit. Oh, diese Kamera. Und da hat das gar keinen Spaß gemacht. Ich war froh, dass ich Safe States setzen konnte, wenn ich ehrlich sein soll. Und jetzt ist es ja wenigstens auf der Xbox-Version so, dass man, wenn man stirbt, dann hat man die Noten gespeichert. Was auch eine ganz coole Idee ist. Was natürlich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen reduziert. Ja, was heißt ein bisschen, ne? Macht es schon sehr einfach. Aber es ist Let's Play-getreuter, könnte man so sagen. Würde ich jetzt einfach mal so abstufen oder einstufen. So, komm her. So, der ist jetzt explodiert, aber ich glaube, der spawnt nach einer Zeit wieder. So, was viele, einige nicht wissen. Man muss nämlich hier mal so durchgucken. Man sieht es so ein bisschen. Das Pinke da unten, da genau. Das war nämlich der Jinjo. Und, ich muss jetzt erstmal gucken, wo war die Stelle? Genau, die war hier. Hier muss man sich übelst beeilen. Gott sei Dank ist hier unten nicht die Sicht so blöd wie von draußen. Und man merkt, man verliert wirklich schnell an dieser Stelle Luft. Das haben die übelst mit Absicht gemacht. Das könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und da bin ich oft damals krepiert, wenn ich ehrlich sein soll. So, jetzt haben wir uns erstmal wieder geheilt. Wir haben uns Luft geholt, geschnappt oder wie auch immer. Und bevor ich, wie gesagt, ins Innere gehe, werde ich noch ein bisschen außen was machen. Wie gesagt, der Part wird Überlänge haben, definitiv, aber ich will das in einem Part abschließen. Das hat der gute PK, glaube ich, auch so gemacht, soweit ich weiß. Ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube schon. Okay, der greift uns nicht an. Kann das sein, dass es... Okay, das war noch nicht diese eine Stelle. Aber hier gab's, ja. Hier gab's die Kiste. Da müssen wir wirklich aufpassen. Die sind gemeingefährlich. Hier waren, glaube ich, noch irgendwo Noten und mehr nicht. Oh, komm, mach doch keinen Scheiß hier. Ah, komm. Ach ja, unsere Freunde, die uns erschrecken wollen. Und dann erschrecken wir die und dann sind sie tot. Genau, da oben waren nämlich die Noten. Oh, komm schon. Ah, so geht's auch. Junge, willst du mich verarschen? Jetzt hat er mich tatsächlich getroffen. Ey, ich hab doch schon angegriffen. Der müsste ihn eigentlich treffen. Verstehe ich jetzt nicht. Naja, egal. Ja, okay. Gibt es mir so richtig. Der hat mir richtige Glücksgefühle verpasst. Die sind ja um die Ohren geflogen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Kann man... Nee, da konnte man nicht rein. Ich glaube, da konnte man auch nicht rein. Nee. Ja, der guckt mich jetzt wieder so schief an. Ja, genau. Ich meine, wir waren jetzt überall drin. Zumindest was das Außen hier betrifft. Ich gucke aber trotzdem nochmal. Ah, da ist sogar noch die eine Honigwabe. Die verschwinden aber auch gar nicht, ne? Das ist schon eine Meisterleistung. Tatsache, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach oben. Und, werden erkundigen, was es zu erkundigen gibt. Ja, da könnte ich jetzt rein. Mache ich aber noch nicht, weil da geht es nämlich dorthin, wo ich noch nicht hin will. Und zwar in die Hölle. Und in die Hölle wollen wir jetzt noch nicht. Also da kann ich später hin, wenn ich tot bin oder so. Also hier kann man nochmal hoch. Für die, die es nicht wissen. Also damals habe ich schon relativ lange gesucht, damit ich irgendwie einen Weg finde, um hochzukommen. Aber das ist doch eigentlich ganz simpel. Wie gesagt, das Schwierigste ist hier alle 100 Noten zu bekommen. Mit den Puzzeln und so, das geht relativ. Also,
Es gibt hier zwei Puzzleteile, glaube ich, die extrem waren. Ja, ich glaube schon, dass es zwei sind. Es hat beides, glaube ich, was mit dem Wasser zu tun. Und glaubt mir, der Banjo mag dieses Wasser absolut nicht. Es ätzt ihm sein Fell weg. Und dann wäre er ein Nacktbär. Ja. Was wäre das Let's Play, wenn ich nicht auch mal failen würde, oder? War das nicht knapp oder war das nicht knapp? Wisst ihr was, Leute? Ich habe dieses ungute Gefühl bei der ganzen Geschichte, dass ich jetzt gleich irgendwie abkratzen werde. Wir wissen ja, da vorne gab es Energie. Also, ihr habt ja gesehen, dass ich momentan noch nicht, glaube ich, ein einziges Mal gestorben bin. Bevor das passiert, das möchte ich lieber erst in der letzten Welt oder so haben. Ich versuche es zu schaffen, aber ich habe so das Gefühl, das wird nichts bringen. So, dann komm her. Natürlich kommen jetzt die ganzen Bienen und die wollen natürlich mehr als nur den Honig, die wollen natürlich uns. Das Blöde ist, dass wir jetzt natürlich ein paar goldene Federn dafür missbrauchen mussten. Das heißt, wir wurden fast umsonst gerupft. Die goldenen Federn wollte ich mir eigentlich aufheben für einen gewissen Gegner oder mehrere Gegner. Aber naja, wir machen das Ganze ein bisschen spannend, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, wenn ich sterbe, dass die Noten gespeichert sind. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als ob es nicht speichert und wir sind hart am Limit und ich muss jetzt ein bisschen darauf achten, dass wir überleben. Ach ja. Ah ja, ich kann ja mal so kurz erzählen. Ich war jetzt am Wochenende, war ich jetzt in der Hood von meinem Bro. Ja, nicht mein leiblicher Bruder, sondern von David Mattern. Die einen oder anderen haben ihn vielleicht mal kennengelernt und haben ein paar Kommentare gelesen. Der gute Junge, der folgt mir jetzt schon knapp seit 3 Jahren oder so. Und das heißt schon über, ja, die Zeit, also über die Hälfte der Zeit, wo ich schon Let's Plays mache. Und der Junge ist immer noch am Start. Zwar nicht mehr so oft auf YouTube und so weiter, aber ich durfte ihn jetzt mal kennenlernen und der hat wirklich ein Herz aus Gold, also ohne Scheiß. Das ist eines der Menschen, wo ich sagen würde, Leute, von denen kann sich jeder eine Scheibe abschneiden. Ohne Scheiß, also, keine Ahnung. Ohne Scheiß, da würde mir nichts mehr zu einfallen. Also, ohne Scheiß, Bro, du bist der korrekteste überhaupt, den ich kennenlernen durfte. Definitiv. Also, das finde ich schon krass. Und ja, der hat mir dann halt die Stadt von sich gezeigt und so weiter. Wir haben zusammen Mega Man gespielt. Ja, der ist der Mega Man-Meister. Der hat den ersten Teil durchgespielt. Ich fand das lustig. Ich habe zugeguckt und ich habe mitgefiebert. Und das war einfach lustig. Und dann habe ich den zweiten Teil gespielt auf dem NES. Und ja, ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe es geschafft auf der Schwierigkeitsstufe schwer direkt. Ja, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte auch sehr viele Probleme gegen Ende, aber ich habe es nach und nach geschafft und ja, Leute, wie gesagt, ich bin ein bisschen Mega Man-Fieber und das hat sich einfach ergeben und deswegen, es war auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Muss ich auf jeden Fall nochmal wiederholen mit dir, Bro, falls du das Video sehen solltest und da freue ich mich schon richtig drauf. So, wir haben jetzt mehrere Alternativen, die wir gehen können. Welche wir jetzt gehen, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Sobald ich weiß, konnte man hier, ja genau, man konnte hier hoch und das sollte ich erstmal in Erwägung ziehen. Und zwar gibt es hier zwei Möglichkeiten. Einmal hier rüber zu kommen, die ist richtig asozial. Alter, ich hab's First Try geschafft. Der gute Drake ist immer runtergefallen. Leute, Halleluja, also das hätte ich nicht gedacht. So, jetzt haben wir schon mal Gruntis Schalter aktiviert. Also, nur so zur Info, ich bin da auch sehr oft runtergefallen. Aber man muss wirklich den perfekten Moment ausnutzen und man muss es spüren. Ich habe es irgendwie gespürt und es war hart am Limit, ich habe es trotzdem hinbekommen. Wo haben wir jetzt? Ah, hier haben wir die Leiter. Aber wie gesagt, Banjo-Tooie werde ich irgendwann mal aufnehmen. Ich ziehe mir ja von Panzerkralle natürlich das komplette Let's Play rein. Und ich muss noch den Final Part gucken, dann habe ich es durch. Und dann habe ich mir so einiges gemerkt. Natürlich könnte ich mir jetzt nicht alles merken, aber so einiges. Und ich denke mir mal, dass ich es hinbekommen werde. So, der Weg ist jetzt frei. Wir sind aber noch nicht frei. Aber es wird sich noch ändern. Hier muss man 8 Stück reinschießen, Leute. Oh mein Gott, so viele Eier. Was das wohl für ein Omelett geben würde? Holy shit, 8 Stück.
Okay, mehr ging nicht. Oh, wir haben 88, Leute. Das ist keine gute Zahl, ihr wisst Bescheid. Hier gibt es auch noch eine kleine Sache. Ich glaube, hier konnte man noch ein paar mehr reinmachen. Nicht nur, dass das ein Überbrückungsweg ist. Ja, okay. Könnt ihr knicken, da kommt nichts. Dann war das doch nur an der einen Stelle, wo man dann den Mumbo-Schädel bekam. Aber das ist mir im Endeffekt jetzt erstmal Latte. Holy shit, Leute. Ich krieg echt Angst. Ah ja. Hier. Wer war das nochmal? Der echte Klaus oder beziehungsweise Klaus LP. Vielen Dank erstmal so, dass du mich total feierst. Genauso wie den guten PK. Finde ich echt dufte. Oh Mann, dieses Wort hat kaum noch jemand irgendwie verwendet. Naja, auf jeden Fall, der Typ, der ist echt in Ordnung. Und du hast doch gesagt, du hast gesehen, dass ich Metal Arms für den GameCube habe, oder? Dieses Let's Play werde ich auch noch raushauen. Definitiv. Wann ich das mache, weiß ich nicht. Es brennt mir schon die ganze Zeit in den Fingern, glaubt mal. Ich habe davon öfter mal erwähnt, also erzählt oder wie auch immer. Ich werde es auch noch irgendwie hinbekommen, keine Sorge. Das werden wir schon schaukeln, kein Problem. Ich werde jetzt wieder so langsam in die Phase kommen, wo ich wieder öfter aufnehme, Leute. Nur Banjo-Kazooie ist jetzt so ein krasser, langer Part. Könnte ich natürlich zwei Parts machen und dann raushauen, aber ich finde das so schade für diese Welt. Ist irgendwie nicht so meins. So, ich würde sagen, dann wollen wir mal in den Krieg. Eigentlich müsste er ja hier eigentlich Schaden nehmen, oder? So, Leute. Ich nehme jetzt erstmal die Eier. Aber ihr werdet jetzt sehen, was passiert. Genau, eine Riesenkiste. Wer wagt es, mich zu stören? Vergehen wird euch sehen und hören. Das Puzzleteil ist gut versteckt. Darum wird es nie entdeckt. Ja, es wird nie entdeckt, das hast du gesagt. Aber das werden wir jetzt sehen. So, Leute, ich werde jetzt erstmal hier aufräumen. So könnte man das so schön sagen. Verdammt, es hat nicht gereicht. Aber ihr habt gesehen, wie schnell man den quasi besiegen kann, wenn man möchte. Weil, glaubt mir, die halten so einige Eier aus. Und das muss ja nicht sein. Und fürs Let's Play ist es ja schon besser, wenn man sich ein bisschen beeilt. Oh mein Gott. Oh, ihr habt mich gespalten. Nun sollt ihr das Puzzleteil doch erhalten. Oh yes, wir haben 7 Stück, Leute. Es geht sich so langsam aber sicher dem Ende zu. Und, ich bin schon richtig irgendwie, keine Ahnung, ich bin ein bisschen am Schwitzen, Leute. Das ist echt wieder ekelhaft. Aber ich find's gut, dass ich die Woche spät habe. Also, haut das alles sehr gut hin. Okay, gut, was können wir denn machen? Wir können noch außerhalb was machen. Bevor ich jetzt da reingehe, deswegen öffne ich die Tür noch nicht. Würde ich sagen, gehen wir da hinten hin. Weil dort gab es auch noch etwas. Oh, das war ein bisschen blöd, Leute. Deswegen gehe ich erst nochmal hoch und hole mir Luft. Und dann nehme ich Anlauf. Ja. So. Warum verschwindet das nicht, Leute? Aha, okay. So. Der wird nämlich auch mit uns reden. Der braucht nämlich unsere Hilfe. Hilfe! Ich bin gefangen! Befreit Snorkel von diesem Ding! Ja. Indem wir da reinschwimmen. Darauf muss man erstmal kommen. Beziehungsweise man muss sich trauen, Leute. Weil ihr merkt, Alter, ich habe kaum noch Luft. Das ging jetzt aber krass schnell. Holy shit. So, man merkt, hier ist wieder ein bisschen Action. Beziehungsweise ein paar Gegner. Ich sollte die Honigwaben vielleicht nicht mitnehmen. Ist keine so gute Idee, weil die könnte ich noch gebrauchen. Und hier gibt es nämlich noch einen Schalter. Und zwar, wie sollte es anders sein? Natürlich für, wie nennt man das? Ah, für den Anker. So. Ja, Anker. Okay, dann wollen wir mal. Wollen wir dich befreien, mein Freund? Danke, Leute. Hier, das habe ich gefunden. Es gehört euch. Oh, schön. Ah, er ist fröhlich. Wie der überhaupt überleben kann in dieser Brühe. Der ist wirklich, der ist ein Vorbild für mich, Leute. Ich frage mich, wenn man sich in das Krokodil verwandeln könnte hier und dann hier landen würde irgendwie, ob das irgendwie, ich weiß nicht,
Wisst ihr, was ich vielleicht meinen könnte? Dass man, ja, in diesem Sumpf überleben würde. Habt ihr gerade gemerkt, das war gerade richtig asozial an der Stelle? So, was wir jetzt machen, bevor ich jetzt erstmal das Puzzleteil hole, weil das wäre ziemlich knapp geworden, holen wir uns erstmal frische Luft. Normalerweise schafft man das auch so, aber ich war da ziemlich krass am Hängen. So, jetzt holen wir frische Luft, danke. Und jetzt nochmal runter, Leute. Da unten glänzt es schon, es wartet auf uns. Es sagt, nimm mich. Ja, es sagt, nimm mich. Wir haben 8 Stück, Leute. 2 Stück fehlen uns noch. Ja, wo könnten diese 2 jetzt stecken, ne? Das fragt ihr euch doch sicherlich. Die 2 werden... Eines wird hier draußen sein und eines wird, soweit ich weiß, noch drinnen sein bei den Turbinen. Ich sehe schon, der Part hat richtig krass Überlänge. Also, was heißt richtig krass? 45 war, glaube ich, der andere Part auch. Kann das sein? Und da habe ich nicht mal die Honigwabe geholt gehabt, Leute. Es tut mir echt leid. Aber hier habe ich, glaube ich, schon alle, ne? Soweit ich weiß. Jetzt lass mich mal überlegen. Welchen Weg kann ich denn hier gehen, damit ich ein bisschen schneller unterwegs bin? Ah, okay. Das geht. Ist eine Abkürzung, Leute. So. Korrekt. Dann wollen wir mal rein. Okay, Leute. Der Horror kann beginnen. Aber definitiv. So. Ja, komm, wir springen ein bisschen runter und kürzen ein bisschen ab. So. Hier gibt es... Ah, nee, stimmt. Hier oben war, glaube ich, die andere Honigwabe. Kann das sein? Tatsache. Jetzt fehlen uns nur noch 2 Stück und die letzten sind natürlich in der letzten Welt. Wo sollte es denn anders sein? Okay, Leute, das hier ist schon ein bisschen krank. Natürlich bewegt sich das jetzt ein bisschen lahmarschiger und so weiter, aber glaubt mir, ich werde definitiv hier sterben und ich werde wahrscheinlich auch Game Over gehen, aber die Noten werden ja eh gespeichert, also von daher müsste es eigentlich hinhauen. So, soweit ich weiß, gab es hier noch einen anderen Schalter, den muss ich aber erstmal finden oder bekommen. Das Problem ist, man rutscht hier sehr schnell runter, also man sollte auf jeden Fall so darüber gehen. Und man sollte wirklich sich Zeit nehmen, um darüber zu gehen, weil sonst hat man echt mehr als die Arschkarte gezogen. Und glaubt mir, ich habe jetzt furchtbare Angst. Holy shit, Leute. Ich warte jetzt, dass es aufhört. Komm, 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 komm. Ja, korrekt. So. Ja, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich jetzt gerade so daran denke, ja, am liebsten würdest du doch eigentlich, ja, wie nennt man das? Ah, Moment, ich überlege gerade. Ein Safe State setzen, genau. Hier gibt es zum Glück nochmal ein Leben, das ist nicht ohne Grund da. Das kann ich euch schon mal versprechen. Immer her damit, das können wir immer gebrauchen. War das jetzt für draußen? Ich weiß es, ja. Okay, das werde ich jetzt noch nicht machen. Ach so, stimmt, ich muss ja noch das andere haben. Jetzt überlege ich gerade, ist es sinnvoller hier entlang zu gehen? Ich glaube schon. Ja, das war nicht anders zu erwarten, Leute. Mein erstes Game Over. Ich konnte es mir denken, dass es hier passieren wird. So, jetzt sehen wir es auch. Die Noten, die haben wir noch alle. Sonst wären die nämlich jetzt wieder hier. Cool. Gut zu wissen, definitiv. Das heißt, sind die Schalter jetzt auch gespeichert oder muss ich jetzt nochmal aktivieren? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Sollte das der Fall sein, vielleicht überlege ich dann doch einen Zweiteiler daraus zu machen. Weil sonst wird es doch ein bisschen zu lang. Also die müsste jetzt auch gespeichert sein. Ja, Tatsache. Ich weiß jetzt echt nicht, ob ich den nochmal aktivieren muss oder nicht. Normalerweise speichert er ja eigentlich so gut wie alles. Und es sieht so aus, als ob die nochmal langsamer werden, oder? Oder nicht? Ich habe so ein Gefühl, dass sie nicht langsamer werden und ich muss den Schalter nochmal aktivieren. Ah, so ein Dreck aber auch. Ist das dein Ernst? Okay. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Und ich versuche da mal rüber zu kommen. Das wird natürlich nicht einfach, wie ihr sehen könnt. Jetzt oder nie. Korrekt. Dann hole ich mir noch schnell die Sachen. Normalerweise könnte ich mich ja töten lassen, dann bin ich schneller hier raus. Aber das ist mir irgendwie ein bisschen zu unsympathisch in dem Moment, weil man hier natürlich Leben hat.
Korrekt. Den haben wir wenigstens auch schon mal gut bekommen. Hier die Stelle wird natürlich wieder mal nicht ganz einfach. Ja, wobei, die ist einfacher als die andere. Okay, so. Ah, es wird gespeichert. Heißt das jetzt, nee. Hä? Also der Schalter wird gespeichert? Verstehe ich jetzt nicht. Da komme ich so nicht rüber, Leute. Die halten einfach nicht an. Das heißt, ich muss zurückgehen. Was mich ärgert. Das ärgert mich übelst. Soll ich jetzt speichern oder nicht? Also, den Part beenden. Das wird ein richtig langer Part. Na kommt. Scheiß drauf. Ich mach einfach. Den anderen... Moment. Damit es nicht ohne Sinn ist, werde ich sagen, dass ich den einen da noch aktiviere und dann gehen wir schnell raus. Ja, oder? Kommt. Dann machen wir das sinnvoll. Danach muss ich nur noch die letzten Noten da holen, soweit ich weiß. Und, ich glaube, da war noch ein Puzzleteil, ne? Keine Ahnung. Ja, doch. Tatsache. Da ist das letzte Puzzleteil. Lol, man kann sich hier die Leben immer wiederholen. Ich glaube, das haben sie mit Absicht gemacht. So, okay, Leute. Seid ihr bereit? Ich bin auf jeden Fall nicht bereit. So, jetzt läuft nämlich die Zeit. Und wenn wir uns nicht beeilen... Oder? Tatsache. Wenn wir uns nämlich nicht schnell genug beeilen, kommt es dazu, dass wir... Ja, wie nennt man das so schön? Lol, die haben angehalten. Habt ihr das gesehen? Haben die anderen Turbinen eigentlich auch angehalten? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Naja, ist mir jetzt auch im Endeffekt erstmal egal. Das Wichtigste ist erstmal das scheiß Puzzleteil zu holen. Los, Banjo, du schaffst das. Ja, vielleicht wird der Part auch 55 Minuten lang. Vielleicht auch keine ganze Stunde. Aber ich rechne mit dem Schlimmsten. So. Schnell, komm schon, Banjo. Komm schon. Das ist so eine knappe Angelegenheit. Das haben sie richtig fies gemacht. Aber wenn man das Puzzleteil erhalten hat, ist alles halb so wild. Ja, scheiß Kamera. Geh mir jetzt auch nochmal so richtig auf den Sack. Korrekt. Ja, jetzt bleibt er nicht hängen. Korrekt. So, das haben wir wenigstens schon mal hinbekommen. Sogar first try. Normalerweise sterbe ich da auch. Okay, Leute, dann wollen wir jetzt nur noch den Schalter aktivieren, damit das wieder ein bisschen lahmarschiger ist. Jetzt muss ich aber überlegen, wo war das? Sonst hätte ich das jetzt schon abgeschlossen und wir hätten noch nicht mal 50 Minuten gebraucht. Das ärgert mich. Warum musste ich da eben failen? Das ist aber auch eine fiese Stelle, wo man da getroffen wird. Normalerweise werde ich eigentlich nicht getroffen, sondern ich fliege eher darunter, wo sich das so schnell bewegt. Ja, einem Let's Player kann man es nicht recht machen, ich weiß. So, komm her. Ich glaube, das war ganz da vorne. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Das war so ein spezieller Eingang, Ausgang, wie auch immer. Nee, der war böse. Nicht zu dem, aber zu dem. Ja, Tatsache. Tatsache, man muss den wirklich nochmal drücken. So, korrekt. Die letzten vier Noten und das Puzzleteil. Und, dann müssen wir nur noch das eine Puzzleteil holen. Aber das mache ich dann im nächsten Part. Das wird sonst zu lange. Definitiv. Ach, Leute. Ich bin dann schon irgendwie froh. Es hat relativ gut geklappt. Ich hätte gedacht, ich stelle mich schon ein bisschen blöder an. Aber es war klar, dass ich da sterbe. Also, ohne Scheiß, wer da nicht stirbt, ne, der hat... Ja, also... Der hat da wirklich... Also, da habe ich Respekt vor. Beziehungsweise, es ist eigentlich gar nicht so schwer, aber man hat Angst, man versemmelt es. Beziehungsweise, man muss nur einmal davon getroffen werden und man kann sich nicht weiter bewegen. Man muss erstmal den Boden berühren. Wenn du den nicht berührst, fällst du instantmäßig runter. Ich weiß auch gar nicht, ob das sinnvoller war, jetzt links oder rechts hinzugehen oder hier in der Mitte. Habe ich eigentlich goldene Federn? Nee, habe ich leider nicht. Alter, holy shit. Diesmal first try, Leute. Was geht? Mir fehlen noch vier Noten. Oh nein, wo habe ich die denn jetzt vergessen? Ja, wo habe ich die jetzt vergessen? Waren die hier irgendwo? Ich glaube nicht. Das wäre schon ein bisschen krass, hätten die da irgendwie Noten versteckt.
Ja. Die Suche nach den Noten, Leute, ich sag's euch. Oha, ich hab's wenigstens nochmal zurückgeschafft. Ich glaube, ich hab den Dreh raus. Oder ich hab mich jetzt einfach nur getraut, weil ich mir gedacht habe, shit happens. Ja, die gute PK oder die gute Panzerkralle. Die gute PK klingt irgendwie so weiblich. Das sollte ich lieber zurücknehmen. Stimmt's, PK? Oh, holy shit. Der Part ist ein bisschen krass lang. So, Leute, ich habe so ein Gefühl, dass ich hier noch nicht drin war. Alter, ist das euer fucking Ernst? Ich war mir so sicher, ich war schon überall drin, ne? Aber war nicht. Okay, Leute. Wie es aussieht, haben wir es geschafft. Wir haben alle 100 Noten. Und wir sehen hier so quasi, ja, die Navigator-Kajüte. Wo der Navigator drin ist, der alles kommandiert und navigiert und so weiter und so fort. Der sich einen Plan macht, wo man sich gerade befindet. Und ja, das ist eigentlich ein ganz cooler Raum. Und ich habe jetzt ungelogen noch locker 10 Minuten gebraucht, um diesen Raum hier zu finden. Weil das siehst du auch nicht so direkt, weil es so dunkel ist. Und ich bin dann die ganze Zeit entweder da oben lang gelaufen und nicht einmal da unten, weil ich davon überzeugt war. Ohne Scheiß. Ich bin ja so gelaufen, hab das aber nicht direkt gesehen. Ich hab da nicht drauf geachtet. Ah, ich hab jetzt... ohne Scheiß, Leute, ich war jetzt nochmal fast überall. Fast überall, das müsst ihr euch erstmal wegtun. Holy shit, Leute. So, ich würde sagen, wir beenden diesen Part jetzt an dieser Stelle. Tut mir leid, dass der Part so lang wurde, aber wir haben es an einem Stück doch noch hinbekommen. Ich musste natürlich jetzt das Ende kurz mal schnibbeln. Weil die Minuten waren wirklich sinnlos, beziehungsweise es hat sich nicht gelohnt. Und ja, ich würde sagen, gib mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schalt wieder ein, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time.